Moin Moin, weiß ich nicht alle und willkommen zum Ernte. Der Ernte, zweiter Spieltag. Ja, am ersten Spieltag einige Überraschungen, einige Favoriten straucheln und ziemlich wenige Tore. Naja, los geht's mit meinem heute. Das erste Spiel, was am zweiten Spieltag stattfindet, ist zwischen Russland und Slowenien in Gruppe B. Warum auch immer Gruppe B als erstes anfängt, haben wahrscheinlich die Organisatoren mal sich irgendwie nicht ausgedacht. Ja, Russland mit den Sanktionen oder besser gesagt mit der gelben Karte, ne, was die russischen Fans da in Marseille gemacht haben, ja, nicht gut zu heißen, absolut nicht. Und nun, wenn das nochmal passiert, im Stadion ist Ende Gelände, ist vorbei, ist Russland raus. Ja, hoffen wir das mal nicht, ne? Hoffen wir es für den Fußball nicht. Bei dieser Begegnung denke ich mal, wird es ein 1:0 geben für Russland. Dementsprechend gibt es kaum einen Grund, dass die Russen eventuell wieder so aggressiv sind. Das nächste Spiel ist das erste Spiel eigentlich auf dieser Tafel. Es ist zwischen Rumänien und der Schweiz. Ja, Rumänien im Auftaktspiel, ne, hat verloren. Aber andersrum, viele haben auch gesagt, spielerisch war das von Rumänien nicht so das Gute, was sie in der Qualifikation gezeigt haben. Die Schweizer mit einem sehr knappen Sieg, mit einem 1:0 gegen Albanien, was ja in der 5. Minute passiert ist. Danach haben sie sich sehr schwer getan. Jetzt in diesem Spiel, will ich mal sagen, wird es sich auch sehr schwer tun, die Schweizer. Trotzdem, 1:0 werden sie am Ende gewinnen. Das nächste Spiel ist zwischen Frankreich und Albanien. Der Gastgeber aus Frankreich hat wieder Heimrecht, dieses Mal gegen Albanien. Ja, das wird sich zeigen, wie das jetzt aussehen wird, ohne den Kapitän, der ja im letzten Spiel mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist. Ja, wird es ähnlich laufen wie auch in Unterzahl gegen die Schweiz? Dann würde ja eigentlich ein Unentschieden heißen, denn die Albaner haben super gespielt. Auch in Unterzahl. Das muss man erstmal hinkriegen. Frankreich im ersten Spiel mit sehr viel Nervosität. So, und wenn sie das Spiel nicht ablegen werden, also diese Nervosität nicht ablegen werden, wird es schwierig. Ich denke, sie werden sie ablegen und gewinnen 2:0. Das nächste Spiel ist zwischen England und Wales. Ja, sowas nennt man im Endeffekt Nachbarschaftsduell auf der Insel. Theoretisch hätten sie in einem Team spielen können, im Team Großbritannien, aber da damals Schottland sich dagegen gewehrt hat, Team Großbritannien zu heißen, deswegen durften jetzt auf einmal dann alle alleine antreten, also die Waliser, die Nordiren, die Engländer und die Schotten. So haben wir halt diese Begegnung. Ja, was war da im ersten Spiel bei Wales los? Was war mit Skrittel los? Eigentlich klarer Elfmeter, aber ne, der Schiedsrichter sagt nie, also das ist es nicht. Ja, Fehlentscheidung, ne? Andersrum, Wales hat ja trotzdem gewonnen. Es ist ja jetzt nicht so, dass das deswegen ne, der Schuldige ist für das Unentschieden oder wie auch immer. Ja, England, also das war natürlich extrem bitter. Kurz vor Ende des Spiels dann noch den Ausgleich gegen Russland zu kassieren. Ja, das tut weh und jetzt muss gewonnen werden, denn sonst ja, wird es schwierig in der Gruppe. Und dementsprechend denke ich mal, dass diese Schwierigkeit sich auf jeden Fall auszeichnen wird. Dieses Spiel wird sehr lange, sehr knapp sein und England wird am Abschluss das glücklichere Händchen haben. 2:1. Das nächste Spiel ist zwischen der Ukraine und Nordirland. Ja, Nordirland hat gemauert bis zum geht nicht mehr gegen Polen. Am Abschluss 1:0 verloren, aber ja, mit so einer Mauertaktik, naja, also der ein oder andere sagt schon so von wegen, oh, Nordirland, extrem krasse Außenseiter, aber in der Gruppe, ne? Dritter Platz ist immer möglich, ne? Muss man immer überlegen, dritter Platz ist noch möglich, dementsprechend Mauertaktik jetzt gegen die Ukraine. Mauertaktik wird gar nichts bringen, denn die Ukrainer werden wahrscheinlich sehr viel auf Konter setzen, so auch wie gegen Deutschland, was eben dann nicht zum Torerfolg gereicht hat, weil Manuel Neuer alles gehalten hat. Jetzt aber dann gegen Nordirland gibt es auf jeden Fall ein Tor für die Ukraine und sie gewinnen mit 1:0. Das nächste Spiel ist zwischen Deutschland und Polen. Ja, da haben die Polen jetzt ein Problem wahrscheinlich, wird sich wahrscheinlich auch noch zeigen, denn der Torwart ist verletzt.
ja, wenn er zum Spiel noch fit wird, dann ist natürlich die Sache Situation und alles anders. Aber ich gehe mal davon aus, dass er verletzt bleibt. Also Deutschland gegen einen B-Torwart. Aber bei der Nationalmannschaft B-Torwart, da wäre ich relativ vorsichtig, denn eigentlich standardgemäß sind die B- und C-Torhüter in ihren Mannschaften eigentlich die A-Torhüter. Also gut im Spielfluss. Ja, das deutsche Team ziemlich, was soll ich ja sagen, verwirrt am Anfang gewesen, hätten Tore machen müssen, hätten auch Gegentore fangen können, aber ein Manuel Neuer hat alle gehalten und von daher verdient 2-0 gewonnen. Ja, ich sag 1-0 hätten sie verdient gewonnen gehabt, 2-0 ein bisschen zu hoch. Mein Tipp für das Spiel gegen Polen, unentschieden 1-1. Denn Deutschland wird nicht so mauern wie Nordirland. Und dementsprechend wird das Spiel relativ ausgeglichen und interessant. Das nächste Spiel ist zwischen Tschechien und den Kroaten. Ja, da musst du dich dann fragen, hätte der Piqué dann nicht dann nochmal raufgeköpft, dann hätte Tschechien den Punkt geholt gegen Spanien und die Gruppe wäre interessanter geworden? Ich sag nein. Also dafür, dass Modric so ein gutes Tor gegen die Türkei erzielt hat, was eventuell bislang das Tor des Turniers ist, also aus meiner Sicht, ja, das ist dann die große Frage. Schafft Tschechien jetzt noch den guten Dreher wieder ins Turnier zurück? Ich sage, nein. Kroatien gewinnt mit 1-0. Das nächste Spiel ist zwischen Spanien und der Türkei. Ja, da haben die Türken sich das ein bisschen anders vorgestellt. Hat nicht so sollen sein mit dem Punkt. Und jetzt gegen Spanien heißt das Angriff, Angriff, Angriff? Fragezeichen? Das ist die große Frage. Die Spanier als Titelverteidiger extrem gefordert. Und jetzt, was kommt da raus? Das ist die Frage. Mein Tipp ist, es kommt daraus ein 2-0 für Spanien. Das nächste Spiel ist zwischen Italien und der Schweden. Ich war gerade kurz am überlegen, ob es Italien-Schweden wirklich ist oder Gruppe F vorher spielt, aber das ist erst am dritten Spieltag so. Also Italien gegen Schweden. Ja, die Italiener, alle haben sie gesagt, oh, die alte Mannschaft wird nichts. Und urplötzlich den geheimen Favoriten Belgien mit 2-0 besiegt. Ja, so geht das manchmal. Schweden selber, Zlatan Ibrahimovic, das hat nicht so geklappt gegen Irland. Glückliches Unentschieden, nur glücklich, das ist die große Sache. Jetzt gegen Italien bringt dieses nur glücklich überhaupt nichts. Dementsprechend, Italien gewinnt mit einem 2-1. Das nächste Spiel ist zwischen Belgien und Irland. Ja, also die Belgier 0-2 verloren gegen Italien. Oh, oh, oh. Also, das kann natürlich jetzt ganz böse ins Auge gehen. Und diese Favoritenrolle kann vielleicht zu sehr auf den Schultern der Belgier lasten. Irland dagegen eine riesen Überraschung mit diesem Unentschieden. Wobei sie hätten auch mit dem 1-0 gewinnen können, aber sagen wir so, was soll der Verteidiger da machen? Also, wenn der Ball durchgelaufen wäre, hätte der Stürmer dahinter getroffen. Also, ne, 1-1 Unentschieden, dann Abschluss ist 1-1 Unentschieden. Bei dem Spiel ist das ja auch so, dass es schwierig ist zu sagen, was ist jetzt besser, Form oder Qualität? Ich denke mal, Qualität ist besser und dementsprechend gewinnen die Belgier mit 2-1 gegen Irland. Das nächste Spiel ist zwischen Island und Ungarn. Ja, ich sag mal so, die Riesenüberraschung dieses Turniers bislang überhaupt, also beide, also, na, am nächsten Ungarn. Denn die Ungarer gewannen gegen Österreich mit 2-0. Ja, also Österreich eigentlich als nächster Geheimfavorit. Hat nicht so sollen sein, ne? Ungarn hat einfach mal so 2 Tore geschossen. Und jetzt ist die große Frage, was passiert in Gruppe F? Island kämpferisch eigentlich im Endeffekt völlig unterlegen und macht das 1-1 und am Abschluss freuen sie sich alle. Und dieses 1-1 bringt sie zumindest relativ gut voran, aber gegen Ungarn bringt es kaum was. Am Ende trotzdem 1-1 auf der Art. Da ich denke mal, dass die Isländer zwar gut sind, ja, Ungarn auch sehr gut ist, dadurch, dass sie jetzt als letztes positiv gewonnen haben, aber
ne, Hochmut kommt vor den Fall, dementsprechend denke ich mal, dass Island führt und Ungarn den Ausgleich schießt. Kommen wir nun zum letzten Spiel dieses Spieltages. Es ist zwischen Portugal und Österreich. Ja, also so kann man auch mal ein Turnier bislang anfangen. Also Enttäuschung. Cristiano Ronaldo trifft nicht und die Österreicher verlieren. Deutlich. Also das hätten beide Teams völlig anders sich vorgestellt. Dementsprechend könnte man jetzt sagen, das kann ein richtungsweisendes Spiel werden. Wer geht in die richtige Richtung? Wer geht in die falsche Richtung? Ich denke, in die richtige Richtung geht Portugal. Und in die falsche Richtung Österreich. Und das wird extrem eng für die Österreicher. Ich denke, Portugal gewinnt mit 2-2. So, das waren meine Tipps für den zweiten Spieltag. Wir können eure Tipps natürlich wieder abgeben in der Tippgruppe. Und wir sehen uns dann zum nächsten Spieltag wieder. Nach dem Spiel halt zwischen Portugal und Österreich. Ja, wieder am Mittag, so wie heute. Also, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und immer gerne Sachen in die Kommentare. Bis dato. Ciao, ciao.